Ja, wer kennt es nicht? Die Freundin shoppt und zack, 300 Euro weg für ein bisschen Holz. Nee. Ich glaube, ich baue es heute selber. Ihr fragt euch sicherlich, aus welchem Holz bauen wir das Ganze. Das hier sind 2 Meter lange, 18 mm starke und 20 cm breite Buche Leimholzplatten aus dem Baumarkt. Diese werden jetzt erstmal in der Länge gekürzt. Nachdem wir alle Teile nun abgelenkt haben auf 1 Meter, bringen wir sie jetzt noch an der Tischkreissäge in die richtige Breite. Worauf wir hier achten müssen ist, wir müssen alle Teile mit der gleichen Einstellung sägen. Nachdem wir jetzt alle Bretter mit der gleichen Einstellung geschnitten haben, haben wir jetzt 5 gleich große Bretter und 5 gleich große Abschnitte. Die da hier werfen wir auf keinen Fall weg, die sind jetzt gleich extrem wichtig für die Sockelleiste am Boden. Für die Seitenteile des Regals, also für die Seite hier, brauchen wir jeweils 28 cm. Wir kürzen uns also unsere verbleibenden 2 Meter Bretter auf 28 cm. Nachdem wir nun unsere 28 cm Brettchen gemacht haben, können wir jetzt weitermachen. Für den Deckel vom Regal brauchen wir jetzt noch ein Brett von 64 cm Länge. Da alles viel cooler ist, was leuchtet, werden wir hier noch LED-Stripes einbauen. Das müsst ihr natürlich nicht tun, sieht aber cooler aus. Wenn wir uns durch den ganzen Wald der Bedienungsanleitungen gekämpft haben, messen wir uns jetzt unseren LED-Stripe aus. Meiner ist ca. 11 mm breit. Wir gehen hin, lassen uns ca. 5 mm Luft von der Vorderkante und zeichnen uns das Ganze jetzt mal an. Da mein LED-Stripe eine gewisse Dicke hat, muss ich jetzt eine kleine Nut einsägen. Das mache ich ganz einfach kurz mit der Tischkreissäge. Nachdem wir dann die Nut gesägt haben, sollten wir noch so Überstände ausbrechen oder mit dem Stechbein ausarbeiten. So, jetzt können wir übergehen zur Sockelleiste. Die ist eigentlich relativ leicht. Hier haben wir wieder unsere Reststücke, die wir gerade vorhin abgeschnitten haben. Jeweils 4 cm. Wir brauchen für die Seite noch eins. Wir machen das ganz stumpf. Wir legen beide Teile hier dran. Nachdem wir die Teile dann gesägt haben, schauen wir nochmal den optimalen Sitz an. Passt. Ich werde das Ganze hier mit einer Lamellofräse verbinden. So, nachdem wir jetzt alle Lamellos eingefräst haben, können wir jetzt Holzleim und die Lamellos einsetzen. So, wir zwingen das Ganze schön fest, dass hier schön viel Leim
aus der Leimfuge rauskommt. Je mehr, desto besser. Ich zeige euch aber jetzt gleich noch eine Alternative. Wer keine Lamellofräse hat, der kann das Ganze auch mit einem Dübler machen oder ganz normal mit Schrauben, funktioniert auch. Jetzt zeige ich euch noch eine Alternative zur Lamellofräse. Fangen wir an mit dem Dübler. Ihr braucht dazu einen 6 mm Dübel, einen 6 mm Bohrer und einmal die Bohrlehre. Ihr geht her, nehmt euer Holz, schreibt vielleicht noch eine Zahl drauf und spannt das Ganze so ein. Dann ist es zentriert. Das heißt, die Dübellehre sucht sich selber den Mittelpunkt. Nachdem wir das Ganze jetzt gebohrt haben, können wir auch auf der Sockelleiste die entsprechenden Löcher machen. Dazu steckt ihr hier zwei Holzdübel rein oder zumindest mal ein und könnt ihn dann hier durchs Loch fädeln und euch den Anschlag für eure Dübel einstellen. Das geht relativ genau. Jetzt schaut ihr, wie rum ihr das Ganze haben wollt. Tut einmal den Sägestaub wegmachen und könnt jetzt hiermit eure Dübellöcher bohren. So, wenn wir das Ganze haben, können wir es erstmal in die Bohrlöcher leimen. Der überschüssige Leim wird einfach von dem Dübel herausgedrückt. Jetzt könnt ihr auch das Gegenstück etwas Leim aufgeben, dann noch etwas verstreichen. Jetzt noch den zweiten Dübel einsetzen und dann seid ihr schon relativ gut dabei. Tun wir das Ganze noch schön mit Schraubzwingen fixieren. Die dritte und leichteste Alternative ist einfach mit Schrauben das Ganze zu verbinden. Ihr solltet euch nur das Ganze anzeichnen und vorbohren. Wir leimen und schrauben auch wieder gleichzeitig. Hat den Vorteil, dass es sofort fest ist und der Leim kann schön aushärten. Wir drücken das schön hin, damit überall Leim aus der Fuge rauskommt und dann schrauben wir es ganz einfach fest. So, sitzt schön, passt schön, hat Luft. Das waren die drei Methoden. Wir nehmen uns jetzt einen Stechbeitel und schaben einfach den überschüssigen Leim ab. Nachdem wir den ganzen Leim jetzt entfernt haben, können wir das Ganze jetzt schleifen. Thank you.
wir verspannen uns jetzt unsere 28 cm Bretter und schleifen die einmal gerade, damit hier diese Überstände weggehen. Wir haben jetzt überall mit dem Winkel die Genauigkeit kontrolliert und jetzt können wir anzeichnen zum Lamellus fräsen. Ich bin jetzt auch umgestiegen auf das Undercover Jig, weil es keinen Unterschied macht, ob man die Schrauben sieht oder nicht. Wenn wir das Regal probeweise fertig zusammengeschraubt haben, verschleifen wir es jetzt. Ich mache noch die Arbeiten hier fertig und wir sehen uns in der Wohnung.